Grüße Sie, meine lieben Zuschauer. Heute in diesem Video möchte ich Ihnen die Reparatur eines Rasierapparates zeigen. Was funktioniert nicht an diesem Rasierapparat? Und zwar wird der Akku aufgeladen und auch der Einschaltknopf leuchtet. Wenn ich drauf drücke, aber der Motor des Rasierapparates schaltet sich nicht ein. Beim Einschalten ist nichts zu hören. Also muss ich es aufmachen und nachsehen. Ob im Innern Beschädigungen oder auch Fehlerstellen zu erkennen sind. Äußerlich betrachtet sieht es in Ordnung aus. Man kann keine äußerlichen Beschädigungen erkennen. Folgendermaßen wird der Rasierapparat geöffnet. Dazu benötigen Sie Kreuzschraubendreher. Mit den Kreuzschraubendrehern sind die vier Schrauben rauszudrehen, so wie ich es im Video gezeigt habe. Die vier Schrauben werden jetzt rausgedreht. Die Schrauben sind alle gleich lang. Der Rasierapparat wird jetzt aufgeklappt mit wenig Kraft. Dadurch vermeiden wir, dass die Platine beschädigt wird. Nun ist der Rasierapparat geöffnet. Betrachten wir mal in Ruhe die einzelnen elektrischen Komponenten und überprüfen wir mit unseren Augen, ob eine Verbindung unterbrochen ist oder irgendwelche Beschädigungen sichtbar sind. Die Sichtprüfung sollten Sie in Ruhe durchführen. In den meisten Fällen werden die Fehler mit den Augen entdeckt, ohne das elektrische Messgerät in die Hand zu nehmen. Hier in diesem Fall habe ich die Fehlerstelle mit den Augen entdeckt. Und zwar ist die Verbindungsstelle zum Motor unterbrochen. Ich werde die Verbindungsstelle säubern und danach anlöten.
kann das passieren, dass ein Draht zum Motor des Rasierapparates unterbrochen ist? Die Antwort dafür ist, die Verbindungsstelle wurde nicht richtig fachmännisch angelötet. Durch den Betrieb des Rasierapparates und damit durch das Rütteln des Rasierapparatkopfes ist die Verbindungsstelle ohne Außenwirkung abgegangen. Jetzt ist der Draht zum Rasierapparatmotor angelötet. Weil es hier um ein akkubetriebenes Gerät handelt, kann die Überprüfung auch ohne das Zusammenschrauben des Gerätes durchgeführt werden. Sie hören es, der Rasierapparat funktioniert. Also war es der einzige Fehler an dem Gerät. Jetzt nur noch alles zusammenschrauben mit den vier Schrauben und die Überprüfung nochmals wiederholen. Ich zeige hier nochmal die Fehlerstelle. Hier war der Draht unterbrochen. Der eine Draht zum Motor war unterbrochen. Der Rasierapparat ist wieder zusammengeschraubt. Die Funktionsüberprüfung ist zu wiederholen. Wie Sie es hören können, funktioniert der Rasierapparat. Wieder einmal eine erfolgreiche Reparatur. Sie haben die Reparatur eines Rasierapparates gesehen. Dabei sammelten Sie wertvolle Erkenntnisse in der Reparatur eines elektrischen Gerätes. Abonnieren Sie bitte meinen Kanal. Das Abonnieren des Kanals in YouTube ist kostenlos. Sie bekommen damit dabei eine Nachricht, wenn ich ein neues Video in YouTube auf meinem Kanal Ihnen übermittle. Es werden noch viele Videos über YouTube Ihnen übermittelt. Also bleiben Sie auf meinem Kanal und verpassen Sie keine Videos. Und auch das Anklicken der unteren Internetlinks sind für die Zuschauer alles kostenlos. Ich möchte nochmal einen Punkt erwähnen. Dies ist ein Anschauungsvideo, damit kein Lehrvideo.
Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich. Ich wünsche Ihnen noch erfolgreiche und zufriedenstellende Tage. Auf Wiedersehen.